Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute blicken wir wieder zurück auf meine Bücherwoche, auf Bücher, die ich gelesen habe. Eine Woche, die wieder sehr gemischt war und ich auch ein Abbruchbuch dabei hatte. Zudem habe ich zwei Filme geguckt. Es ging wieder weiter im Harry Potter Universum und ich habe mit The Walking Dead Staffel 7 begonnen. Ja, aber dazu natürlich ein bisschen später mehr. Es war meine erste Woche nach dem Urlaub. Ich hatte eine Spätschichtwoche. Das ist ja generell eher eine Woche, wo ich sehr viel mehr Zeit mit mir selbst sozusagen verbringe, weil ja die Freizeit in der Regel am Vormittag ist, wo alle anderen gefühlt ja arbeiten. Und von daher abends, bis man dann halt zu Hause ist, fertig ist, da ist dann nicht mehr ganz so viel mit Unternehmungen. Das ist dann ja ganz anders in der Frühschichtwoche, wo ich ja wirklich versuche, so am sozialen Leben ein bisschen mehr teilzunehmen, als es in der Spätschichtwoche ist. Dementsprechend sind es, glaube ich, drei Bücher, die ich komplett beendet habe. Ein Buch, das ich abgebrochen habe und ein Buch, das ich so angefangen habe, ist ein Hörbuch mit umgerechnet 700 Seiten, das ich dann erst in der darauffolgenden Woche beenden werde. Auch jetzt aktuell noch dabei bin, es zu hören. Aber ich denke, dann in der nächsten Bücherwoche werde ich das auf jeden Fall fertig haben. Ja, was habe ich gelesen? Ja, das erste Buch der Woche. Ich hoffe, das klappt jetzt so ein bisschen mit dem Licht, das hier ein bisschen reinscheint, wogegen ich ja aber gar nichts habe, ist Sommer der Nacht von Dan Simmons. Und das Buch habe ich leider abgebrochen. Theoretisch geht die Leserunde, glaube ich, noch bis zum 16. Und eigentlich wäre es auch ein ungerades Buch von Dan Simmons gewesen. Es war ja so, dass ich das erste Buch gefeiert habe, das dritte, das fünfte. Und das ist, glaube ich, das siebte, aber leider konnte es mich nicht vom Hocker hauen. Dazu dann aber natürlich mehr. Dann habe ich am Wochenende im Grunde auch weggesuchtet den zweiten Teil von Herr der Ringe, die zwei Türme. Ich rereade ja neben der Harry Potter Reihe auch die Herr der Ringe Reihe und im November war jetzt eben der zweite Teil dran. Im Dezember geht es dann mit dem dritten Teil weiter. Und ich hätte am liebsten direkt weitergelesen. Dann habe ich den fünften Teil von Talon beendet. Drachenschicksal von Julie Kagawa. Ich war mega, mega gespannt auf den Abschluss dieser Reihe und wurde nicht enttäuscht. Ein Buch, das aktuell komplett gehypt wird, weil auch die Verfilmung bevorsteht, ist Mortal Engines. Ich hoffe, man spricht das so aus. Krieg der Städte von Philip Reeve. Und ja, auch ich wurde vom Filmtrailer angefixt. Zudem ist das auch eine Verfilmung von Peter Jackson, die auch in Australien, soweit ich weiß, gedreht wurde. Und als Herr der Ringe-Fan kam man ja auch um die Verfilmungen von Herr der Ringe nicht rum, die ja auch von Peter Jackson sind. Von seinem King Kong Film, den er ja... Ja, also ich bin halt ein Fan vom echten King Kong. Ich konnte mit der neuen Verfilmung nicht so viel anfangen. Da war ich nicht mehr so der größte Peter Jackson-Fan, auch von der Hobbit-Reihe nicht. Aber bei Mortal Engines war ich einfach mega gespannt, was es mit diesem Krieg der Städte auf sich hat. Und wie mir das gefallen hat, dann natürlich auch. Und begonnen zu hören habe ich Traum des Lebens von Jeffrey Archer. Ja, endlich ist ein neuer Archer herausgekommen, ein 700-seitiges Buch und ich habe mir das wieder als Hörbuch vom Verlag zuschicken lassen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube aber dazu wirklich eher mehr in der nächsten Bücherwoche. Es gibt ja auch diese Woche schon genug zu erzählen. Aber starten wir mit dem abgebrochenen Buch. Das ist mein siebter Dan Simmons, Sommer der Nacht. Ich habe das Buch nach 250 Seiten von 800 abgebrochen, habe ihm also mehr als ein Viertel Zeit gegeben. Das Buch selbst ist nur noch gebraucht erhältlich. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, Sommer der Nacht und dann Auge des Winters. Und beide Bücher werden nächstes Jahr neu aufgelegt und es heißt dann Elm Haven. Und das ist schon das Erste, was mich sehr gestört hat, als ich eigentlich das erste Mal gesehen habe, dass Elm Haven herauskommt, dass ich mich darauf freute, oh, ein neuer Dan Simmons, und mir der Klappentext dann aber unglaublich bekannt vorkam. Und wenn man nämlich den Klappentext dann hier von Sommer der Nacht durchliest, dann merkt man irgendwie, ist das alles schon sehr ähnlich. Und ich glaube, mittlerweile ist auch die Kommunikation vom Verlag so, dass das eben diese beiden Bände in einem sind. Also alle, die Sommer der Nacht schon kennen und egal, ob ihr es mochtet oder nicht, Elm Haven ist keine neue Geschichte von Dan Simmons, sondern eben nur eine Zusammenfassung der beiden Bände.
Das nur dazu. Und erscheint, glaube ich, im März nächsten Jahres. Ja, ich bin ja durch drei Bücher total gehypt eigentlich von Dan Simmons. Ich habe Terror geliebt, ich liebte Kinder der Nacht und ich war auch ein Fan von Der Berg und habe aber wirklich immer entweder ein himmelhoch jauchzend oder ein zu Tode betrübt bei Dan Simmons. Und ja, leider ist das zu Tode betrübt hier auch wieder Fall. Eigentlich war es immer wieder so, dass sich das wirklich abgewechselt hat, daher auch alle ungeraten Bücher eigentlich gut waren, alle geraten Bücher schlecht, also 2, 4 und 6. Und die Hoffnung, dass Sommer der Nacht jetzt wieder ein Highlight wird, war natürlich die Hoffnung sehr, sehr groß, aber ich wurde leider enttäuscht. Und wie mir ging es tatsächlich einigen in der Leserunde so, andere sind aber noch fleißig dabei und ich lese da auch die Kommentare weiter mit, weil mich natürlich trotzdem so ein bisschen interessiert, passiert noch irgendwas in der Geschichte. Aber ich habe hier auch schon wirklich nach 3 Leseabschnitten 150 Seiten gemerkt, das ist nicht so deins, und ich habe dann auch wirklich nach dem 5. Leseabschnitt gedacht, ach nee. Ja, wir sind aber Sommer 1960, glaube ich, beginnt die Geschichte. Die Hitze macht den Leuten eben in Elmhaven, das in Illinois liegt, zu schaffen. Wir erleben den letzten Schultag der Kinder, die wir dann im Grunde auch begleiten. Das sind 5 Freunde. Und wir erleben eben so, wie sie die Hitze erleben, wie sie ihre Freundschaft erleben, wie sie diese Stadt erleben. Es passiert aber, dass ein Kind verschwindet. Man geht davon aus, dass unter der Schule von Old Central vielleicht doch irgendwie merkwürdige Dinge vor sich gehen. Das Schulgebäude ist eigentlich sehr alt und sehr dunkel und sehr verschattet und sehr verwinkelt und hat auch irgendwelche Abflüsse unterirdisch. Und ja, da vermutet man irgendwie einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Kindes und anderen Vorkommnissen in der Stadt. Und ich muss einfach sagen, auf 250 Seiten hat sich bei mir schon ein bisschen Atmosphäre aufgebaut. Man merkt, dass Dan Simmons sehr gerne Orte beschreibt, Menschen beschreibt, auch Zusammenhänge beschreibt, also wie Freundschaften funktionieren, wie Familien da zusammenhängen, wie das alles so irgendwie zusammenhängt. Das macht er unglaublich gut. Das kann ich ihm überhaupt nicht absprechen, weil ich mag die Art des Erzählens, wenn eben jemand sich diese Zeit nimmt. Das hat man ja bei Stephen King und natürlich auch einfach bei Dan Simmons. Das hatten wir auch bei seinen anderen Büchern. Und mich ärgert gerade so dieser Strahl Sonne, der mich direkt so ins Auge anstrahlt. Ich muss mich mal ein bisschen anders setzen. Das kann er einfach. Und das kann er auch in diesem Buch, aber es ist überhaupt nichts passiert auf 250 Seiten. Ja, es ist ein Kind verschwunden, ja, 1, 2 andere Dinge, die irgendwie merkwürdig sind, sind passiert, aber ich habe keine Geschichte, keinen echten Plot, keinen Spannungsbogen irgendwie erlebt und ich wusste gar nicht, was will mir die Geschichte sagen. Und ja, es soll so unterschwelliger Horror werden und ich weiß natürlich nicht, wie die letzten 550 Seiten, was ja wirklich noch, gut, ich sag mal 2/3 sozusagen ausmachen, was da passiert ist, aber ich hatte überhaupt nicht den Drang, es zu lesen. Ich fand noch Leseabschnitt 1, 2, das war so ein bisschen einleitend und nach 100 Seiten von 800 denkt man sich, ja, das ist einfach, in anderen Büchern ist das gefühlt halt gerade, ist das nicht viel. Das habe ich auch noch so nach 200 Seiten gedacht, jetzt ist so ein Viertel, jetzt wird es langsam losgehen. Dann gingen aber meine letzten 50 Seiten auch noch banal weiter und da dachte ich mir irgendwie, wozu sollst du das eigentlich lesen? Und dann, ich hatte einfach keinen Drang dahin. Ich habe auch gemerkt, dass ich schon bei den letzten 2 Abschnitten sehr ungern zu diesem Buch gegriffen habe und mir dachte, es ist irgendwie nicht meins. Es wird jetzt vorläufig tatsächlich auch mein letzter Simmons sein. Ich habe auch vor, nächstes Jahr nicht mehr Dan Simmons in den Vordergrund in dieser Leserunde zu stellen. Dann haben wir ja jetzt 2 Jahre hatten wir diese Leserunde, wo wir wirklich gemeinsam jetzt diese 7 Bücher gelesen haben. Wir hatten zwischendrin auch, glaube ich, nochmal ein anderes Buch gelesen von was sich auf Terror irgendwie bezogen hatte. Ich denke mal, dass ich jetzt einen anderen Autor für 2019 benennen werde, von dem ich eben auch einfach ein bisschen mehr lesen möchte. Also verfolgt das einfach gerne. Ich werde die Gruppe einfach umbenennen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, eine neue Gruppe aufleben zu lassen und die alte bestehen zu lassen. Da könnt ihr mir gerne mal eure Gedanken unten in die Infobox packen. Mein Gedanke wäre so, wenn ich in dieses Regal gucke, da gibt es schon einen Autor, wo ich noch so ein bisschen was
ungelesen habe. Es wäre wohl Robert Harris, wo ich einfach wirklich nächstes Jahr vielleicht so denken würde, 3-4 Bücher von ihm zu lesen. Wäre wahrscheinlich eine schöne Idee, das auch einfach gemeinsam zu tun. Ja, es wird mein letzter Simmons sein. Ich habe noch eine Kurzgeschichtensammlung von ihm hier. Da beziehen sich aber manche Geschichten auf dieses epische Buch von ihm, auf diese Gesänge, Hyperion-Gesänge, was mich halt gar nicht so anspricht. Und deswegen, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt da behalten werde. Ja, ein Buch, das definitiv auszieht und ich leider auch gar nicht so viel mehr dazu sagen möchte, weil es ist auch einfach ein abgebrochenes Buch. Ich glaube, man muss nicht länger über ein abgebrochenes Buch sprechen, als es unbedingt sein muss. Und ja, in dem Fall tut es mir sehr leid, dass die gemeinsame Geschichte von mir und Dan Simmons jetzt im Grunde mit einem Flop endet. Aber ich kann es einfach nicht ändern. Und ich glaube, ich muss tatsächlich jetzt mal den Rollo ein bisschen runterlassen, weil ich sehe nichts mehr und ich glaube, ihr seht mich dann auch nicht mehr. Und da machen wir jetzt einfach eine kurze Pause. So, und ich glaube, das ist für uns alle ein bisschen besser, auch wenn ich ungern die Sonne aussperre, wenn sie denn schon mal im November sozusagen da ist. Muss das aber einfach sein. Ich glaube, noch so ein bisschen blitzelt sie durch, aber das stört jetzt nicht weiter. Ja, während ich schon Dan Simmons gelesen habe, habe ich mit einem anderen Buch gestartet, weil ich total neidisch war, dass Leute mit die zwei Türme bereits am 1. November angefangen haben. Und ich so die ersten ein, zwei Kommentare darin sah und dachte, ach, ich will auch. Und dann habe ich an dem Wochenende Herr der Ringe gelesen und habe es wirklich auch wieder weggesuchtet. Also ich glaube, man muss zum Herrn der Ringe nicht viel sagen und ich habe den jetzt auch einfach schon so oft gelesen, die Filme geguckt, so viel immer wieder geschwärmt und ich, wenn halt mal anfange, über Herr der Ringe zu reden, dann schwärme ich einfach und ich komme dann nicht raus. Auch all diese Zusammenhänge, die man irgendwann erkennt, wenn man einfach so viel neben Geschichte zum Herrn der Ringe gelesen hat, einfach, dass das passiert alles so im Kopf. Und ja, die zwei Türme ist, wir begleiten die Gefährten aus Band 1 einfach weiter in ihrer Geschichte. Theoretisch ist das ja Buch 3 und 4. Und Buch 3 handelt tatsächlich von allen anderen Gefährten außer Frodo und Sam, während Buch 4 sich komplett Frodo und Sam widmet. Für mich ist das tatsächlich eigentlich ganz schön. Ich bin hier überhaupt kein Frodo-Fan und auch wenn ich Sam absolut liebe, der tröstet mich über diese etwas merkwürdigen Eigenarten von Frodo immer sehr hinweg. Aber ich fand das wieder unglaublich spannend und ich liebe einfach diese Reise durch Mittelerde, diesen Roadtrip, den wir hier machen. Wir laufen durch Wälder, über Felder, wir kommen zu Königen, wir kommen in Thronsälen, wir lernen Krieger kennen und auch Zauberer viel besser und wir merken, was das Böse eigentlich will und wir treffen auf Gollum und ich bin einfach begeistert. Ich kann das gar nicht eigentlich so richtig in Worte fassen, was dieses Buch mit mir macht, denn es reißt mich immer wieder mit in diese Welt. Ich schlage die Seiten auf, ich lese zwei Sätze und ich bin drin. Es läuft ein Film in meinem Kopf ab, ich sehe die Charaktere vor mir, die Umgebungen, die Dinge, die passieren und Tolkien hat einfach so einen Zauber auf mich, der mich einfach unfassbar begeistert und der mich einfach fesselt. Und das schaffen ja wirklich nur sehr, sehr wenige Geschichten. Aber der Herr der Ringe schafft das immer wieder. Und auch gerade so diese Anspielungen auf andere Geschichten innerhalb des Mittelerde-Universums, das ist einfach mega, mega gut gemacht. Und ja, nach dem bösen Cliffhanger am Ende dieses Buches hätte ich am liebsten schon den dritten Band weitergelesen. Ich werde den aber natürlich für Dezember aufheben. Er ist auch noch gar nicht eingeteilt und es hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich bin absoluter Fan. Ich liebe diese Reihe und ich könnte stundenlang sprechen. Ich höre mich da auch selbst gerne darüber reden, wie ihr ja bestimmt schon gemerkt habt. Ich bin einfach gefesselt. Ich finde da gar keine anderen Worte, als dass das eben wirklich so mein Lebenshighlight ist und dass das nicht unberechtigt ist. Und ich freue mich immer wieder, bei jedem Reread hat man ja so die Befürchtung, dass einen das Buch nicht mehr begeistern kann. Es ist aber immer wieder, wie wenn ich es das erste Mal lese, aber mit viel, viel mehr Wissen. Also man einfach immer die Zusammenhänge viel, viel besser versteht. Und es gibt ja so viele Nebengeschichten dazu und Nebenlektüre. Und das ist einfach, und es
sagen jetzt auch schon viele in der Gruppe, man könnte ja vielleicht auch einfach weiterlesen im Tolkien, in der tolkienischen Welt. Und da ist auch sehr oft das Silmarillion gefallen, was ja im Grunde die Vorgeschichte ist, was ja auch die Entstehungsgeschichte von Mittelerde ist, also die Bibel sozusagen von Mittelerde und ja das erste und zweite Zeitalter beschreibt, also auch diese vorgängerischen Kriege. Und ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man das lesen möchte und kann. Zum gemeinsamen Lesen finde ich es aber unglaublich schwierig, da eine Einteilung vorzunehmen, auch der Austausch. Ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, was man zusammenlesen kann. Den Hobbits kann ich mir gut vorstellen. Ich habe den allerdings erst gelesen. Gibt ja auch noch ein paar andere Geschichten. Mal gucken, wie wir das in der Gruppe einfach handhaben, ob da, ja, wie man sich auf kürzere Geschichten vielleicht auch einfach beschränkt. Weil ich glaube, das Silmarillion ist schon sehr episch. Ich glaube, es hätte auch keiner Lust, die Bibel gemeinsam zu lesen, vielleicht über 2 Monate hinweg. Also das ist immer, ja. Aber Herr der Ringe, ich bin begeistert, ich bin im Flow und ich freue mich mega, mega auf den 3. Teil und auf Dezember. Und ach ja, ich liebe es einfach und ich kann es einfach nur absolut empfehlen. Wer High Fantasy liebt, noch nie was davon gehört hat, sollte spätestens jetzt damit anfangen. Und ja, man merkt einfach auch, wie viel Liebe Tolkien selbst für seine Welt hatte. Und das ist einfach großartig. Also echt großes, großes Kino, was mich absolut gefesselt und begeistert hat. Weiter ging es dann mit Talon, Drachenschicksal von Julie Kagawa. Das ist der Abschluss der 5-teiligen Talon-Reihe, die vor 3 Jahren begann und die ich seitdem auch wirklich immer wieder gerne gelesen habe, die mich immer sehr begeistert hat. Und ja, ich fand leider ja den 3. und 4. Teil eher nur okay. Man hatte so das Gefühl, gerade so der 4. Teil ist halt dann wirklich so, ja, eigentlich der 2. Teil, den man so aus Trilogien kennt. Ich glaube tatsächlich auch, dass es keine 5 Bücher gebraucht hätte, um die Geschichte zu erzählen, weil sich doch manches immer wieder ein bisschen wiederholt. Ich glaube, man hätte das auch durchaus auf 4 Teile kürzen können. Oder die Bücher wären einfach grundsätzlich ein bisschen dünner gewesen, was jetzt aber, also ja, wenn man eine Welt gerne hat, dann können sie ja nicht dick genug sein. Es ist natürlich unglaublich schwierig, was zu einem 5. Teil zu erzählen. Ich packe euch mal den ersten Teil, meine Rezi zum ersten Teil unten in die Infobox. Wir sind hier in einer Welt, wo es eben Drachen gibt. Und diese Drachen können sich eben verwandeln in Menschen. Und wir begleiten hier eben 2 jugendliche Drachenkinder. Wir begleiten Ember und ihren Bruder Dante, als sie ja in die Menschenwelt geschickt werden, um diese zu studieren, um herauszufinden, warum die Menschen eigentlich so böse sind. Und diese Drachengemeinschaft ist eben Talon. Da gibt es verschiedene Aufgaben, es gibt verschiedene Regelungen und es ist im Grunde schon eine sehr totalitäre Welt, wo Frauen auch nicht allzu viel wert sind, wo Frauen oftmals auch nur dazu gebraucht werden, wenn sie eben nicht als Soldaten dienen, dass sie dann eben der Fortpflanzung dienen. Und wir merken schon, dass Ember da so ein bisschen rebellischer unterwegs ist und ihren eigenen Kopf hat. Wir treffen in der Geschichte auf Garrett, der ist der Feind der Drachen, denn er gehört zum St. Georgs Orden, ist ein St. Georgs Ritter und die sind eben auf der Jagd nach Drachen, denn die wollen eben einfach diese Drachen aus der Welt haben. Und das ist im Grunde der absolute Gegner. Doch wie es natürlich anders nicht sein kann, treffen die beiden aufeinander, also Ember und Garrett. Und ja, sie verlieben sich so ein bisschen. Und da ist natürlich jedes Problem schon vorprogrammiert, denn ein Drache und im Grunde der absolute Gegner davon, das kann natürlich noch gut gehen. Nicht gut gehen. Zudem treffen wir dann auch noch auf Riley, einen etwas rebellischeren Drachen, der Talon schon länger eigentlich hinter sich gelassen hat und gegen diese Organisation kämpft und auch Drachen versucht zu befreien in ihrer Jugend. Und so haben wir ein interessantes Dreiergespann und man merkt schon, dass das auch ein bisschen ein Liebesdreieck werden kann, aber es ist einfach so viel mehr. Die Welt, die Julie Kagawa im Grunde sich ausgedacht hat, ist großartig. Ich mag Drachen unglaublich gerne, ich mag die auch in den Legenden, die es so gibt und ich finde das großartig, dass wir hier Menschen haben, die so diesen Hitze-Drachendrang in sich spüren und das hat sie immer wieder unglaublich gut rübergebracht. Man merkt auch, dass die Liebes-Freundschaftsgeschichten, auch diese Geschwister, die doch sehr unterschiedlich sind, dass die immer sehr in den Fokus rückt. Wir haben verschiedene Perspektiven, dass wir wirklich eine Gesamtgeschichte erzählt bekommen, wo jeder einfach seinen Teil dazu beiträgt. Und es gab die ein oder andere Entscheidung bei Julie Kagawa, der ich nicht folgen konnte. Es gibt auch immer mal Dinge, die Ember tut, die ich einfach nicht gut finde.
Das hat sich gerade so dann auch im vierten Band immer ein bisschen gezeigt, wo ich dachte, Mensch, vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe für dieses Buch. Einfach unglaublich toll ist der Schreibstil von Julie Kagawa, weil wirklich diese Welt, man erlebt sie sehr intensiv, man ist lange dabei und sie schafft es immer wieder, neue Aspekte dieser Gemeinschaften, dieser Welt auch uns näher zu bringen. Also selbst im fünften Teil entdeckt man noch neue Dinge, die man spannend findet, packend findet. Man hat natürlich auch so ein bisschen Romantik drin, die ist aber wirklich eher lieblich und so am Rande und das ist nicht, was irgendwie ins Extreme geht, die ich einfach auch nachempfinden konnte und ja, es ist halt auch wirklich nichts Erotisches oder Ähnliches dabei, was ja durchaus bei Drachen und manchen Fantasien vorkommen könnte. Das macht aber Julie Kagawa zum Glück überhaupt nicht. Es ist ein tolles Ende, es ist ein grandioser Abschluss, der wirklich den grandiosen ersten und zweiten Band zu einem Ende bringt. Der dritte war für mich ja nur noch sehr gut, während der vierte ja wirklich gut war. Und ich so dachte, naja, vielleicht wird der fünfte jetzt irgendwie enttäuschend. Aber man spürt hier einfach die Leidenschaft, die Julie Kagawa reingesteckt hat, dass sie ein grandioses Feuerwerk am Ende hervorbringt. Und der Epilog ist wirklich der Hammer. Also ich bin absolut begeistert vom Abschluss, wirklich ein toller Abschluss einer Reihe, auch die Reihe komplett betrachtet, wirklich sehr, sehr gelungen. Ich meine, man muss auch erstmal die Puste haben, 5 Bücher, 500 Seiten, ja, knapp, im Grunde zu schreiben und das da im Grunde wirklich eine Geschichte zu erzählen, die immer wieder hoch und runter und Spannungsbögen hat. Und das hat Julie Kagawa wirklich für mich gemacht. Ich habe ja sonst noch nichts weiter von der Autorin gelesen. Weiß jetzt auch nicht, ob ich mit ihren Reihen, die alle immer so lang sind, wirklich anfange. Ich weiß gar nicht, ob es von ihr irgendwelche Einzelbände gibt. Wenn ihr das wisst, gerne mal in die Kommentare. Aber Talon hat mich wirklich gefesselt, wirklich auch begeistert. Mit eben einem etwas schwächeren Mittelteil, was ich ein bisschen schade fand. Weil wenn natürlich gerade so ein dritter Teil ein bisschen schwach ist, vielleicht liest man dann auch einfach nicht weiter, ne? Also ja, na, es liegt halt auch sehr viel Zeit zwischen 2015 und 2018, also zwischen Teil 1 liegen wirklich 3 Jahre, wo man schon denkt, das ist schon, auch man vergisst natürlich auch manches und das löst Julie Kagawa tatsächlich auch ganz schön, dass sie immer mal so ein paar Erinnerungen einbaut und ja, ich glaube, wenn man es hintereinander wegliest, stört es ein. Ich glaube, wenn wirklich ein halbes Jahr dazwischen liegt, liest man es ganz gerne, weil es dann so ein bisschen auffrischt. Aber auch die Cover sind wirklich alle wunderschön. Ich habe kein Band mehr hier. Ich habe die eine Freundin verschenkt und auch der letzte Band, auf den sie schon jetzt heiß und innig wartet, wird jetzt wegwandern. Nicht, weil die Reihe nicht gut ist, sondern weil ich einfach glaube, dass sie bei meiner Freundin wirklich gut aufgehoben sind und ja, ich ihr auch einfach so eine Freude machen kann. Und dafür sind ja Bücher auch da, dass man sich gegenseitig eine Freude macht. Also ich kann die Reihe wirklich nur empfehlen. Es ist natürlich ein Jugendbuch, aber es ist wirklich tolle Jugend-High-Fantasy, die vom Stil her wirklich ganz, ganz packend und fesselnd und toll geschrieben ist. Auch an alle Skeptiker von Jugendbüchern. Ich finde, wenn das jemand gut kann, und das kann Julie Kagawa, dann kann das wirklich sehr, sehr lesensreich, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr wisst, welches Wort ich gerade suche, was mir nicht einfällt, sein und ja, dazu fehlen mir jetzt die Worte und ja, aber wirklich ein kleines Highlight, hat mir sehr gut gefallen und ja, schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr High Fantasy mögt, Jugendbücher mögt und wirklich auf diese Drachen einfach ja, toll findet und da einfach mal was lesen wollt. Und das letzte beendete Buch der Woche ist dann Mortal Engines. Ich hoffe, man spricht das immer noch so aus. Krieg der Städte von Philip Reeve. Ein Buch, das gerade, glaube ich, total in aller Munde ist, das sehr, sehr gehypt wird. Gerade seitdem eben auch bekannt ist, dass die Bücher verfilmt werden. Es sind, glaube ich, jetzt 4 Teile, die auch sehr nah hintereinander herauskommen werden. Ich glaube, der 2. Teil kommt schon im November und ich glaube, der 3. Teil dann auch schon im Februar. Die Verfilmung wird Ende des Jahres, glaube ich, in die Kinos kommen, Anfang Dezember. Und die Reihe ist ursprünglich schon aus den Anfängen der 2000er Jahre und bereits seit fast 10 Jahren, seit 2009, gab es wohl Gedanken zu einer Verfilmung und ja, die Verfilmung hat jetzt eben Peter Jackson in die Hände genommen und es wird jetzt eben demnächst auch der Film laufen. Der Trailer ist sehr gelungen, sehr spannend und macht wirklich Lust auf diese High-Fantasy-Science-Fiction-Welt. Und die aber unserer gar nicht ja so fremd ist. Wir haben hier eine ferne Zukunft, die Welt, die Erde ist verwüstet
Und es haben eben auch einige Menschen überlebt, aber die meisten leben ein wirklich sehr elendes, trauriges, ja, Leben, das eigentlich nicht so richtig lebenswert ist. Es gibt wandernde Städte, die funktionieren im Grunde so, dass man eben eine Stadt auf ja, bewegende Maschinen, so ja der Titel im Deutschen, also gigantische Maschinen, bewegende Maschinen, es legt, stellt und diese dann eben durch die Welt treibt. Und ja, große Städte jagen dann eben kleine Städte. Und es gilt da so ein bisschen das darwinische Gesetz, dass der Stärkere eben, in, wie es in der Evolution ist, ja immer gewinnt. Und wir haben hier eben London und London ist die stärkste Stadt und auch durch die Stadt, die die Leute am meisten fürchten. Es gibt dort einen skrupellosen Bürgermeister, der ja sehr strenge Hierarchien lebt und erwartet. Und das macht das Leben in London nicht so einfach. Wir treffen auf den 15-jährigen Tom, der ist Gehilfe in der Bibliothek und will in die Fußstapfen von Valentine treten, der jetzt eben ein sehr berühmter Chefhistoriker ist und wirklich die Geschichte im Grunde ja aus dem FF kennt und da auch wirklich Zusammenhänge erklären kann und rüberbringen kann. Zudem gibt es ja auch Museen, wo man sich Bilder und sowas angucken kann. Also schon eine sehr interessante Welt, ja, die da von Philip Reeve geschaffen wurden. Wir treffen auf ein Mädchen mit einer sehr großen Narbe ins Gesicht und ja, Tom muss zusehen, wie dieses Mädchen seinen Helden eigentlich umbringen möchte. Er rettet ihn, sie wird wieder von dieser Stadt, von dieser Maschine geschubst und anstelle Dank erhält Tom aber auch einen Schubserer, denn er hat etwas mitbekommen, was er eben nicht erfahren sollte. Und ja, wir befinden uns jetzt dann eben abseits dieser Stadt, abseits der Maschine und begleiten Tom und das junge Mädchen auf einer sehr abenteuervollen Reise, ja, durch im Grunde diese dystopische, apokalyptische Welt, wie sie hinterlassen ist. Und ja, es tut sich da eine Welt auf, die wirklich großartig ist. Der Schreibstil, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ihn sehr gewöhnungsbedürftig. Er wird ja immer als Steampunk-Fantasy beschrieben. Und Steampunk, das muss ich tatsächlich auch erstmal so richtig googeln. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ich habe das auch mal notiert. Und zwar werden moderne, futuristische, technische Elemente mit Mitteln aus dem viktorianischen Zeitalter verknüpft. Das bedeutet so ein bisschen, dass man eben einen Retro-Look der Technik bekommt, eine ja, Zukunft gezeigt wird, wie man sie sich in der Vergangenheit eigentlich vorstellt. Also man guckt ins viktorianische Zeitalter und überlegt, wie hätten diese Menschen die Zukunft empfunden. Und es ist so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es geht halt auch in Richtung, wie es George Orwell mit 1984 gemacht hat. Der zeigt uns natürlich, wie hat er 1948 sich die Zukunft vorgestellt. Und hier muss man sich das natürlich noch viel weiter zurück vorstellen, weil das viktorianische Zeitalter ist ja auch schon ein Stückchen weiter. Und man mischt im Grunde diese moderne Technik, die sich damals die Menschen vorgestellt haben, mit den Dingen, die es eben gab, was Kleidung angeht, Frisuren angeht, vielleicht auch wie im Grunde Städte funktioniert haben, und diese Mischung ist dann irgendwie Steampunk-Fantasy. Ich weiß nicht, ob es dafür wirklich einen Begriff braucht, weil es ist für mich durchaus auch ein bisschen einfach Science-Fiction, aber es ist natürlich schön, wenn man da eine Begrifflichkeit hat, wo jeder gefühlt etwas mit anfangen kann, nur ich konnte es nicht, ich musste das tatsächlich erstmal googeln. Aber gut, man wird ja nicht dümmer, ne? Ich meine, Lesen bildet. Hier hat man dann wieder den Beweis dafür. Ja, wir haben also einen Schreibstil, der für mich wirklich sehr gewöhnungsbedürftig zu Beginn war. Der Anfang war schon ein bisschen schwieriger, man musste sich einfinden. Es wurde einem aber doch recht gut erklärt, was so ein bisschen passiert. Er ist, wenn man mal dahinter gekommen ist, wie Philip Reeve schreibt, wirkt er tatsächlich viel leichter, als er das zu Beginn ist, und auch die technischen Elemente und Mittel, die er hier so rüberbringt, die machen irgendwie Sinn. Also das klingt total merkwürdig, ich glaube, kann man das auch jetzt nachvollziehen, aber wenn man irgendwann mal so hinter diesem Schreibstil kommt und weiß, was er wie, wann, wo meint, dann hat man irgendwann Spaß an dieser Geschichte. Der Start war nichtsdestotrotz ein bisschen schwieriger, auch wenn
ich relativ gut schon dann reingekommen bin und ja auch sehr offen war für diese Geschichte. Und es passiert einfach auch sehr viel und sehr bildhaft, was ich sehr wichtig finde, weil sonst wird man so eine Geschichte geworfen und kann gar nichts damit anfangen. Doch allerdings muss ich tatsächlich sagen, umso mehr ich den Schreibstil verstanden habe, umso mehr ich verstanden habe, wo Philip Reeve hingeht, so gewöhnlicher fand ich dann die Geschichte. Also dieses absolute, oh Gott, das ist ein Meisterwerk, noch nie hat jemand so Geschichten geschrieben. Das fand ich tatsächlich nicht. Ich finde tatsächlich so nach einem Drittel war ich so drin und fand es sehr gewöhnlich. Es war halt dann eben einfach ein Jugendbuch in einer apokalyptischen Geschichte. Und wir haben hier so ein bisschen was, wogegen es sich lohnt, wofür es sich lohnt zu kämpfen und wogegen es sich eben auch lohnt anzugehen. Und und zudem, was ich sehr schwierig fand, ist, dass der Autor immer mal wieder einfach davon ausgeht oder Dinge beschreibt, die einfach so sind, wie sie sind. Es ist auch irgendwie okay, denn es gibt manchmal keine Erklärungen für Dinge, wie sie sind. So dieses, es ist historisch so gewachsen, ja, das kennen wir ja auch aus unserer Welt. Aber als Leser tat ich mir da doch manchmal ein bisschen schwer. Und es wirkte auch manchmal auf mich sehr banal. Zwar schon abenteuerlich und auch wirklich spannend, aber durch den wenigen Zugang, den wir zu Charakteren haben, dass wir auch keine echte Bezugsperson für mich irgendwie gefunden haben, wirkte das sehr banal und auch ein bisschen weit weg. Und für mich kommt der Autor auch manchmal sehr schnell zur Sache, was auch irgendwie gut ist, aber es ist manchmal auch, ja, manchmal ist eben auch der Weg das Ziel und nicht, dass wir das Ziel so schnell erreichen. Und er vermischt halt auch Altbekanntes mit Neuem, wenn man halt an dieses Waisenkind denkt und auch an den totalitären Herrscher und dass da ein junges Mädchen ist, das einen Grund hat, warum. Und ich weiß, ich bin irgendwie sehr zwiegespalten in meiner Meinung. Ich finde, es war ein gutes Buch. Ich glaube, dass es für Jugendliche auch wirklich mal was anderes, Neues ist. Gerade die eben vielleicht noch nicht so viel Science-Fiction-Dystopien gelesen haben. Ich glaube, dass für die das wirklich etwas Neues ist und wirklich spannend ist und mal neue Blickwinkel aufzeigen. Aber wenn man eben so wie ich doch schon ein bisschen mehr einfach gelesen hat, was natürlich auch einfach mit meinem Alter zusammenhängt, dann ist das irgendwann nichts mehr Besonderes. Obwohl ich schon sage, dass sein Stil irgendwie etwas hatte, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann dachte ich auch, naja, es ist jetzt auch nichts total Innovatives. Zudem gibt es manche sehr grausame Szenen und auch brutale Szenen. Ich bin sehr gespannt, wie die Altersfreigabe des Films sein wird und ob man das dann einfach ausblendet und weniger gewaltvoll macht oder wie sich das Peter Jackson dann ausdenkt. Ja, ich möchte den Film gerne sehen. Ich glaube auch, dass der sehenswerter ist, als es das Buch tatsächlich ist. Und hoffe einfach, dass mich der Film mehr packen kann, als das Buch. Obwohl ich das Buch auch in 3 Schüben weggelesen habe. Also es war ein sehr gutes Buch. Aber irgendwie gibt es eben auch doch viele Abers. Und ich glaube, auf Lovely Books habe ich ihm jetzt 3 von 5 Sternen gegeben. Und ich glaube, das ist es auch. Es ist einfach ein gutes Buch. Und solche Bücher muss es eben auch einfach geben, ne? Also das ist so, ich finde das gar nicht schlecht, aber wenn man sich eben sagt, Mensch, ich habe auch da ganz andere Erwartungen gehabt, das ist natürlich auch immer blöd, wenn man Erwartungen hat, aber die sind natürlich auch geschürt worden und ja, also ein gutes Buch und wie gesagt, für Jugendliche denke ich auf jeden Fall auch, auf jeden Fall sinnvoll und auch lesenswert und dann auch viel spannend und packend. Ich glaube, wer eben einfach schon mehr Leseerfahrung hat, für den ist da nichts Neues rauszuholen. Und jetzt habe ich, glaube ich, lang genug darum geredet, ja, Mortal Engines. Ich muss auch sagen, ich weiß noch nicht, ob ich weiterlese in der Reihe. Oder ob ich jetzt einfach mal den Film auf mich wirken lasse, dann vielleicht das Buch geiler finde als vorher, insofern, ja, ne, etwas dann noch genialer werden kann durch einen Film und dann einfach mal gucke. Aber jetzt gerade wäre ich so, nee, muss ich irgendwie gar nicht so haben. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie komisch. Vielleicht hätte ich mal noch ein bisschen länger drüber geschlafen, über meine Gedanken. Und das letzte gestartete Buch der Woche ist dann Traum des Lebens von Jeffrey Archer. Hier kann ich aber wirklich nur sagen, dass ich noch nicht ganz bei der Hälfte angekommen bin, dass ich das Buch höre und dass ich aber jetzt schon doch sehr angetan wieder bin vom Schreibstil von Jeffrey Archer. Man merkt, dass der Mann einfach Lebensgeschichten schreiben kann und ich einfach sehr neugierig bin, welche Wege hier noch gehen und ich werde definitiv in der nächsten Bücherwoche dann ausführlich darüber sprechen, wenn ich es dann auch beendet habe, was ich wahrscheinlich haben werde. Also von daher, ja, das Buch war aber einfach mein Hörbuch der Woche und lief immer in den Momenten, wo ich eben Hörbuch gehört habe, was nicht so häufig war, weil ich ja wirklich eher zu echten Büchern in dieser Woche gegriffen habe. Aber
Nur so der Vollständigkeit halber. Ja, ich habe diese Woche zwei Filme geguckt. Und zwar Harry Potter 7.1 und 7.2. Ich habe ja dieses Jahr Harry Potter gereadet und eigentlich nach jedem gelesenen Buch dann auch die Filme geguckt. Beim siebten Teil geht es mir eben immer so, dass ich die Verfilmung nicht ganz so gut finde und ich da immer einen gewissen Abstand von der Intensität des Buches brauche zu den Filmen. Und das klingt total bescheuert, ist es wahrscheinlich auch. Aber ja, ich mag die Filme, ich finde sie sehr gut umgesetzt. Ich finde es auch gut, dass man den siebten Teil in zwei Teile gesplittet hat. Ich finde, das hätte man ab dem vierten Teil schon machen können, müssen, sollen. Wäre natürlich eine unendliche Reihe gewesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Reihe wirklich sich dazu eignet, eine Serie draus zu machen. Auch wenn ja viele Potterheads dagegen sind, könnte ich mir vorstellen, dass das einfach nochmal so viel allumfassender sein kann, wenn man 8 Staffeln, 8 Folgen hat und wirklich der Stoff ganz intensiv aufgearbeitet wird. Und man natürlich zu Beginn auch schon das Ende weiß, was ja, glaube ich, bei den Verfilmungen nicht der Fall war. Da wusste man ja, als der erste Film herauskam, noch nicht, in welche Richtung es gehen wird, wie das Buch mal enden wird. Wobei ich ja, glaube ich, mal gelesen habe, dass J.K. Rowling durchaus die Leute schon so ein bisschen informiert hat, wo ihr Film, ihre Geschichte hingeht, damit die Filme da auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ja, ich habe beide Filme angeguckt, auch in Anbetracht, dass Fantastische Tierwesen ja jetzt, wenn ihr im Grunde das Video seht, schon läuft und ich mir auch für die nächste Woche den ersten Teil von Fantastic Beasts vorgenommen habe, und ich ja im Grunde in der nächsten Bücherwoche, ja, eigentlich noch nicht, aber vielleicht schon, dann über den Film sprechen kann. Eigentlich gehört er dann ja in die nächste Woche. Aber mal gucken, wie ich den Film sehe und wann ich das Video zur Bücherwoche drehe. Und vielleicht gibt es auch ein extra Video zu Fantastischen Tierwesen. Mal schauen. Ich bin ein Fan der Bücher, ich bin ein Fan der Filme. Und man merkt einfach mit jeder Szene, wie grandios J.K. Rowling einfach ist, dass das, ja, wie sich am Ende alles schließt. Ich finde auch manche Änderungen in den Filmen gelungen, die einfach so zusammenhängend zusammenpassen. Allerdings muss man echt sagen, hier sterben natürlich schon unglaublich viele. Und ja, ich vergieße da auch wirklich so einige Tränen. Also, aber hat definitiv Spaß gemacht, sich das wieder anzugucken. Dann habe ich doch einfach mal 4 Folgen, glaube ich, der 7. Staffel von The Walking Dead angeguckt. Und bin nach wie vor sehr unentschlossen, ob ich weitergucke oder nicht. Ich habe ja nach der 6. Staffel wirklich ein bisschen pausiert, was so mancher in meinem Umfeld nicht verstanden hat, weil das ja ein sehr gemeiner Cliffhanger am Ende der Staffel hat. Und ich aber dachte, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Habe dann doch, glaube ich, 4 Folgen jetzt angeguckt und bin immer noch unentschlossen, ob diese Serie mit dem Weg, wie sie geht, ob das eine Serie für mich ist. Zudem gibt es so 1-2 andere Szenen, die Serien, die ich spannend finde. Unter anderem ist jetzt die 2. Staffel von The Sinner herausgekommen, ob ich da nicht einfach mal lieber reingucke, bevor ich The Walking Dead weitersuchte. Mir wäre eben auch nach Downton Abbey, ich muss mal gucken. Also irgendwie zieht es mich nicht an The Walking Dead, obwohl ich einfach die ersten 5 Staffeln so geil fand und auch noch die ein Teil der 6. Staffel wirklich grandios war. Und ich weiß, viele mögen den Begriff geil nicht, aber das ist einfach das Höchstmaß an Gut und ja, das passt eben manchmal schon, aber man darf es auch nicht abnutzen. Aber ich weiß nicht, ich komme irgendwie nicht damit zurecht, wie diese Geschichte weitererzählt wird. Was mich aber wiederum total positiv überrascht hat, ist der neue Song der Backstreet Boys und ja, da können jetzt alle Augen rollen und denken, oh mein Gott, Steffi, ja. Ich bin ein absoluter Backstreet Boys Fan. Seit der ersten Stunde, seit ihrem ersten Song. Ich habe die Jungs, glaube ich, 3 oder 4 Mal, Jungs, es sind ja mittlerweile auch schon Männer, zum Teil auch schon über 40, auch schon 3 oder 4 Mal live gesehen. Und mein erstes Mal live war im Jahre 1996 als 13-Jährige. War ich nicht unbedingt ein Kreischmädchen, aber ein großer, großer Nick Carter Fan. Ich weiß heute noch nicht, was mich da geritten hat. Bei Robbie Williams kann ich ja meine Jugendliebe absolut noch nachvollziehen. Bei Nick Carter denke ich mir, ach Steffi, wann standest du denn mal so richtig auf den deutschen Typ? Eigentlich nicht. Aber ja, man weiß nicht, was so mit den Hormonen da irgendwie vor über 20 Jahren los war. Ja, und wir haben eben einen neuen Song rausgebracht und den höre ich auf Spotify hoch und runter und freue mich mega auf das neue Album im Dezember, weil sie klingen zwar irgendwie noch wie die Jungs, wie ich sie vor über 20 Jahren toll fand, aber als wenn sie einfach den Zeitgeist mitgenommen hätten von damals in jetzt
und das einfach nochmal geiler machen. Und ich bin einfach Fan. Also ich weiß, dass mir die letzten zwei Alben nur so okay gefallen haben, dass ich die angehört habe und auch gut fand. Aber jetzt nichts dabei war, was mich total geflasht hat, während das jetzt hier mit dem Song wirklich einfach ganz anders ist. Und ich einfach tanzen durch die Wohnung laufe, im Auto das Musikstück laut drehe, mitsinge und einfach, ja, ich fühle mich einfach direkt wieder wie 13. Ja, das soll auch mal vorkommen. Ja, und das war's, glaube ich, so im Groben auch zu dieser Woche. Ja, ich glaube, mehr gab's nicht zu erzählen. War jetzt auch schon eine ganze Menge. Das Video wird wieder viel zu lange dauern. Aber das seid ihr ja nicht anders von mir gewohnt. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich nichts vergessen. Auf meinem Notizzettel steht auch nichts mehr anderes. Und ich, ja, wie ihr seht, eine eigentlich relativ gute Bücherwoche. Also es gab ja wirklich nur diesen großen Flop, der einfach Sommer der Nacht war. Aber die anderen Bücher waren ja wirklich von gut, sehr gut zu grandios. Also man merkt, dass meine Buchauswahl diese Woche doch gar nicht so verkehrt war. Und das freut mich natürlich sehr, wenn man wirklich so ein Highlight-Buch nach dem anderen hat und wirklich so in diesen Leseflow hineinkommt, der einen da so dann auch mitträgt. Und das gefällt mir einfach unglaublich gut. Und ja, das war es jetzt auch einfach von mir. Erzählt mir doch gerne, was ihr diese Woche gelesen habt, was ihr gerade für eine Serie guckt, ob ihr einen Filmtipp habt. Alles immer gerne unten in die Kommentare, freue ich mich sehr. Alle Infos zu den Büchern findet ihr natürlich auch in der Infobox. Guckt da einfach mal rein. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.